diesem Video werde ich eine von zahlreichen philosophischen Sichtweisen des 20. Jahrhunderts kurz darstellen. Es handelt sich hierbei um eine kurze Zusammenfassung der Ansichten von Albert Camus, er lebte von 1913 bis 1960, im Zusammenhang mit der sogenannten Philosophie des Existenzialismus. Der Lebensmittelpunkt von Albert Camus, der 1957 den Literaturnobelpreis erhält, liegt anfänglich in Algerien und dann in Frankreich. Camus' politische Ausrichtung ist anfänglich kommunistisch. Später kommt es aufgrund seiner Kritik an der Kommunistischen Partei zum Ausschluss aus der Kommunistischen Partei Frankreichs. Im religiösen Bereich kann Albert Camus als Atheist bezeichnet werden. Er vertritt dementsprechend die Auffassung, dass es keinen Gott bzw. keine Götter gibt. In seinem 1942 verfassten philosophischen Essay mit dem Titel »Der Mythos von Sisyphos« setzt sich Albert Camus mit einer Neuinterpretation der mythologischen Figur des Sisyphos auseinander. In der griechischen Antike gibt es die Vorstellung, dass die Götter Sisyphos dazu verurteilt haben, immer wieder einen bestimmten Stein, einen Berg heraufzuholen. Da dieser Stein aber immer wieder vom Berg herunterrollt, bedeutet die Ausführung dieses Urteils für Sisyphos ein Leben mit unendlicher Mühe. Albert Camus bezeichnet das Leben des Sisyphos als absurd. Was ist laut Camus das sogenannte Absurde? Das Absurde bezeichnet unter anderem eine für das Individuum sinnwidrige Situation, bei der die Person keinen Sinn erkennen kann und im Menschen ein Gefühl der Sinnlosigkeit entstehen kann. Menschliches Leid und monotone Arbeiten können unter anderem als Beispiele für derartige sinnwidrige Situationen genannt werden. Camus interessiert sich insbesondere für die persönliche Erfahrung des Absurden durch den einzelnen Menschen. Der Mensch erlebt aus seiner Sicht ein Spannungsverhältnis zwischen einerseits der Erfahrung der Sinnwidrigkeit der Welt und andererseits der persönlichen Sehnsucht nach Sinn und sinnvollem Handeln. Albert Camus beschreibt einen möglichen schrittweisen Umgang mit der Absurdität durch den Menschen. Erstens, mit Hilfe der Vernunft kann das Absurde erst erkannt werden. Zweitens, die Erkenntnis der Absurdität führt zu deren Annahme. Die Bejahung des Vorhandenseins der Absurdität kann zu einer Bereitschaft führen, sich gegen absurde Zustände aufzulehnen. Camus lehnt den Selbstmord und die Hinwendung zu Religionen als Möglichkeit des Umgangs mit der Absurdität ab. Er fordert einen Verzicht auf religiöse Sinngebung, da seiner Ansicht nach der Tod alles beendet und es nichts Übernatürliches und keinen Gott gibt. Die Auflehnung gegen das Absurde hat als Ziel die Selbstverwirklichung und innere Freiheit des Menschen. Diese Auflehnung kann dementsprechend nur durch den einzelnen Menschen geleistet werden. Der Mensch kann sich in diesem Zusammenhang beispielsweise für arme Menschen, die eigene Familie und andere persönliche Anliegen einsetzen oder gegen eine politische Unterdrückung ankämpfen. Für Albert Camus ist letztlich nur der Tod als Ende der Auflehnung unabwendbar. Es bleibt dem Menschen überlassen, sich individuell für eine bestimmte Art der Auflehnung gegen das Absurde zu entscheiden. Jeder Mensch ist aufgerufen, sich mit der eigenen Lebensaufgabe zu identifizieren, so wie es Sisyphos macht, wenn der den Stein weiter in Bewegung hält, um zu zeigen, dass er sich nicht von den Göttern unterkriegen und innerlich zerbrechen lässt. Albert Camus kommentiert die Auseinandersetzung des Sisyphos mit dem Absurden unter anderem mit den folgenden Worten: Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.